Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisende. Zweiter Tag von Rio de Janeiro. Heute geht's zur Christusstatue. Gestern hatten wir einen langen Abend. Wir waren um 12:30 zu Hause. Haben uns ja noch ein Fußballspiel reingezogen. Ja, heute gehen wir dann zur Christusstatue an die Copacabana und schauen wir mal, was uns sonst noch so alles Schönes hier erwartet. Du brauchst nichts beleuchten, verstehst du? Weil du in der Nacht über Rio geguckt hast und der Mond das ganze Licht gemacht hat. Dann steigen wir auf. Und dann ging es da los. Hör, das ist das Ding hier. Hör, das ist das Ding. Das sieht so aus wie Moskau. Und das sind eigentlich auch Leiden. Und dann ist das auch eigentlich so. Jetzt hat ein Projekt für die größten Verwälder für die Rosinia. Der Bilder 1,5. Man kann hier leider unmöglich wackelfrei filmen, also man wird hier so durchgeschüttelt im Bus. Ne? Also tut mir leid für diese schrecklichen Aufnahmen. Mittelschicht, wie wir es in Deutschland haben, gibt es ja nicht. 10% oder vielleicht weniger als 10% haben das Vermögen. Chile ist das Problem. Chile ist ja noch teurer als Brasilien. Also Brasilien ist schon die Beste. Und die Deutschen sind in meinen Augen alle ein bisschen so, die sind auch alle satt. So, ne? Die jammern auf hohem Niveau. Und das Zweite ist, dass ich nicht verstehe, ne, bei diesen ganzen Milliardenüberschüssen, die Deutschland. Wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen, gehen jetzt hoch, holen irgendwie die Tickets. Und dann steigen wir wohl in einen anderen Bus ein und fahren weiter hoch zur Christusstatue. Da fährt ja auch die Zahnbahn hoch. Aber er sagt, die Schlange ist so riesig und das wird den ganzen Tag im Anspruch nehmen, wenn wir da jetzt mit hochfahren. Und das ist für die Kinder auch nicht sehr schlau, weil es einfach proppevoll ist. Und deshalb machen wir das so. Hallo guys, guten Morgen. Wenn einer von euch vorne sitzen kann, dann zwei können sich nach vorne setzen. So krass aus in den Dschungel, ne? Na toll, jetzt regnet es auch noch, ne? Wo wir hier schön bei der Christusstatue sind, fängt es an zu regnen. Und da ist der Dschungel. Er hat schon gesagt, wir sollen auf jeden Fall achten, ob wir Affen sehen hier. Irgendwie zwei Affenarten wird es hier wohl geben. Wir sind da, Greti. Diese Trockenmaß haben wir da noch. Das ist Stadion. Warte. Greti, komm her. Christus bei Regen, Rio bei Regen. Schade. Wer hätte gedacht, dass wir mal hier oben sind, wa? Redi? Guck mal, da sitzen Affen. Da sitzen Affen. Guck mal, Kitty. Sag mal, hallo Affe. Die sind echt süß. Der Puschel springt sich da aus, wenn er gleich mal in die Kamera den Puschel anspringen will. Denkt er, das ist hier ein Vogel oder so, eine Beute.
ist noch ein. Ich meine, die sind hier so heimisch einfach wie bei uns Eichhörnchen, ne? So sind wir nass geworden, wie die, ne? Das ist ja Schiede, ne? Stopp hier an der Favela gemacht, dann wird er gleich nochmal was zu sagen. Oberhalb. Hier geht ein Stockwerk rauf, wieder ein Stockwerk rauf. Das ist alles Learning by Doing. Es gibt keinen Statiker, keinen Architekten, sondern einer, der es kann. Und ich will ein Stockwerk und dann kommt das nächste und das nächste. Und so wächst das alles zusammen. Ne? Das geht alles hier von alleine. Nee, hier, also das ist eigentlich alles stabil. Was wir hier hatten, ich habe hier oben in der Nähe mal gewohnt vor gut 20 Jahren, hat es halt immer Schießerei gehabt. Ne? Immer die darüber, die zurück, die darüber, die zurück. Und die Frau, die bei uns einmal sauber gemacht hat, die kam aus dieser Favela hier. Er hat halt immer gesagt, ja, da lag schon wieder einer im Garten oder einer auf der Straße und dann brauchen die immer so lange, bis sie die Leute wegräumen. Ja, und wenn er dann tot ist und dann regnet es, ne, dann läuft das ganze Blut im nächsten, die Gasse runter und so. Also sind schon viele unschöne Bilder, was auch kleine Kinder von früh auf mitnehmen und mitkriegen. Weil du hast ja auch diese ganzen sozialen Fragen. Ne? Es wohnen ja alle ganz nah beieinander. Vater schlecht, die Mutter, Vater schlecht, die Kinder, alles. Soziale Gute wie im Schlechten. Jeder kennt jeden, jeder weiß darum, wie es läuft. Aber keiner mischt sich halt in das Leben des anderen. Und über dieser ganzen, also ganz oben drüber praktisch, steht dann halt der Boss, der bestimmt und der sagt, zum Beispiel, ich will dich nicht mehr haben oder du musst jetzt weg. Das ist ein Urteil. Das heißt, du packst deine Sachen, die geben dir 24 Stunden, damit du die Favela verlässt. Und wenn du es nicht tust, dann weißt ja, was dir blüht. Also jeder, bitte, dann wirst du weggetragen, genau so. Und das ist ganz radikal und da gibt es auch nichts. Ne? Aber ist das eine Favela, wo die dann... Nein, das hier zum Beispiel hier, das ist der Morro dos Prazeres. Hier vorne, das ist der Morro do Macaco. Da drüben ist der Morro do Falle. Das heißt, das sind alles verschiedene und die haben alle ihre, wir nennen das Boca di Fumo, also alle zum Beispiel ihre, das ist wie ein Coffeeshop. Die verkaufen ihre Drogen dort. Und jede Favela setzt um. Sag mal, diese Favela produziert, sage ich mal, im Monat vielleicht 300.000 Reais, die da unten, sage ich mal, produziert 100.000, die da hinten 200. Es geht ja immer um Geld. Die Rossinha, die größte, die setzen im Monat um die 2 Millionen. Ja? Das heißt also, dass verschiedene kriminelle Fraktionen und was die machen, ist, die eine fällt jetzt bewaffnet hier ein, versucht die zu übernehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn sie es schaffen, gehört die zu denen, wenn sie es nicht schaffen, 3 Wochen später kommen die vielleicht zurück und fallen da ein. Und das, was ihr so hört, diese Schießereien, ist nichts anderes als praktisch nur Gebietsübernahme, wer sich wo niederlässt und wer praktisch dann, sag mal, wächst oder so. Ne? Also feindliche Übernahme, sage ich immer. Ne? Ist das aber besser geworden nach der WM jetzt? Weil da hatten sie das doch ein bisschen... Wir haben halt die Polizei reingeschickt, damit es ruhiger war während der WM. Und nach der WM konnten wir uns die Polizisten nicht mehr leisten, haben sie wieder rausgeholt. Also ist eigentlich alles so, wie es vorher war. Alles, wie es vorher war. Und könnte ich da jetzt so normal durchlatschen, ohne dass mir was passiert? Risiko prozentual? Ja, du hast, also, das kann man halt nicht sagen, weil es kommt halt immer darauf an, wer da sitzt, wer was macht. Aber wenn du jetzt durchläufst und fotografierst, dann hast du wahrscheinlich eine Kugel als irgendwas anderes, weil die halt nicht wissen, wer du bist, was du da willst. Wenn du jetzt ohne Kamera da rumsuchst und sagst, du willst ein bisschen Koks, dann werden sie den Weg schon weisen, weil sie halt wissen, na, wenn wir mit dem was anfangen, dann kriegen wir Ärger mit dem Boss. Also, ne, kommt halt immer drauf an. Das Problem ist, wenn du alleine reingehst, das ist wie ein Labyrinth. Du musst erst mal rausfinden. Und wenn du dann irgendwann an der falschen Ecke bist oder zur falschen Situation oder wie auch immer, dann voilà. Ne? Also hier oben sind, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, vor 2 Jahren, glaube ich, zwei Italiener. Die haben eine Rundreise durch Südamerika gemacht mit dem Motorrad. Und das GPS hat die in diese Favela hier reingebracht. Na, die sind dann natürlich mit Motorrad, mit Helm, die wussten nicht, was ist das, wer weiß, was wollen die. Na, den einen haben sie gleich erschossen, mit dem anderen waren sie 6 Stunden und wussten nicht, was sie mit dem machen sollten. Den haben sie dann am Ende laufen lassen. Und die Familie von dem Italiener, den sie erschossen haben, die haben dann gleich die Organe gespendet, was ja auch ganz großzügig war. Aber einfach nur, damit du siehst, da wird nicht groß gefragt. Und ne, da will keiner wissen, wo du wohnst und ob du nett bist, sondern die machen ihr Ding. Hier, so wie wir die Wände anmalen, ne? Deswegen machen wir gleich unten mal ein bisschen was, dass man ein bisschen mehr sieht hier, was die Leute sehen können. Sind schon, Graffiti sind schon, ne? Ich weiß nicht. Hi! Das sind die besten Käsebrötchen der Welt. Ja, überall auf der Welt unterwegs. Schöne Grüße nach Berlin. Willkommen an der Coco Cabana. Wir gehen uns jetzt schön am Strand hinlegen
und machen schön Sonnenbaden. Nein, natürlich nicht. Wir haben leider sehr viel Pech mit dem Wetter. Aber dafür hatten wir schöne Aussichten von dem Zuckerhut und der Christusstatue. Aber jetzt ist das Wetter leider sehr dieselig. Na ja, ich komme wieder. Ja, Prost auf Rio de Janeiro. Müssen wir nochmal drehen. Boah, Alter, der ist wirklich als wenn der Pool. Fix und fertig. Es regnet immer noch. Aber wir hatten trotzdem zwei wunderschöne Tage und ja, wir müssen erstmal alles verarbeiten hier. Alle sind fix und fertig. Für uns heißt es jetzt Tschüss Rio. Jetzt haben wir zwei Seetage vor uns bis nach Montevideo. Ja. Und Mary, wie fandst du Rio? Gut. Wir konnten leider nicht schwimmen an der Copacabana, ne, weil es nur Schiedwetter war. Also heute. Gestern hatten wir noch Glück. Zum Glück. Zum Glück hatten wir gestern noch Glück, dass wir die schöne Aussicht genießen konnten. Trotzdem nicht schwimmen gehen. Nee, aber wir hatten zumindest freie Sicht auf den Zuckerhut und von der Christusstatue und es war nicht nebelig. Es gibt natürlich auch viele Tage in Rio, wo die Christusstatue einfach in den Wolken steht und man die gar nicht sieht. Da kann man da hochfahren und hat den Nebel. Also von daher hatten wir alles super. Und Strände kommen ja noch genug, ne Marie? Ja. Also, wie sage ich immer so schön, wir sehen uns in Montevideo. Peace.